Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer Rezension von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute habe ich ein optisch wunderschönes Buch für euch, was ich euch sehr gerne rezensieren wollte. Es geht um Sophie und Kassian Zaghaft von BSL Peschka. So sieht das Buch aus und ich fand dieses Cover so wunderschön. Ich habe dieses Buch von der Mein-Wunder-Agentur zugeschickt bekommen und das war meine allererste Mein-Wunder-Kooperation. Deshalb steht hier oben auch Kooperation und ich zeige euch jetzt sehr gerne, wie wunderschön verpackt dieses Buch bei mir angekommen ist. Das hat sofort mein Herz erobert. Ganz, ganz toll fand, ihr habt es ja gesehen, ist, dass in diesem Paket eine Pfingstrose, wie sie vorne auf dem Cover abgebildet ist, mit verschickt worden ist. Das habe ich noch hier, ich habe es noch nicht eingepflanzt. Das ist richtig hier drin so ein Rosenstock, richtig wie so ein Stock fühlt sich das an, mit einer Knolle Wurzeln und diesem Granulat. Und das wird man dann so einsetzen, dass hier oben quasi das anfangen kann zu sprießen. Und dann kommt diese wunderschön blühende Pfingstrose dabei raus. Das fand ich so eine tolle Idee. Ich liebe Pfingstrosen. Das sind meine mit Abstand Lieblingsblumen und Ranunkeln. Auf jeden Fall grandios. Ich mochte auch dann, als ich es gesehen habe, das Cover so gern leiden, dass ich Näheres zu dem Buch wissen wollte und mich beworben habe für diese Rezension hier. Und ja, habe es bekommen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen, worum es geht bei Sophie und Kassian. Und dieses Buch ist gerade ganz frisch erschienen. Könnt ihr also jetzt erst seit Mai kaufen. Und ich kannte die Autorin nicht. Ich hatte von dem Buch vorher noch nichts gehört. Und es hat mich sofort angesprochen. In dem Buch geht es eigentlich darum, wie es sich anfühlt, nochmal 16 zu sein. Nochmal diese ganz, ganz frische, allererste zaghafte Liebe zu fühlen. Es geht hier drin in diesem Buch um Kassian und um Sophie. Die sind Nachbarskinder, kennen sich seit Ewigkeiten und Sophie ist 16, Kassian ist 18, gehen auf dieselbe Schule, natürlich in unterschiedliche Jahrgänge dieser Schule und kennen sich eigentlich schon, seit sie denken können. Sie wohnen in derselben Straße, gegenüber voneinander und ja, bis dato haben die zwei so wenig miteinander zu tun gehabt, wie man eben so als Nachbarkinder miteinander spielt und mehr war das dann nicht. Und eines Tages bringt Sophie ausgeliehene Schüsselchen von zu Hause der Mama vom Kassian wieder und läuft ihm quasi im Hausflur in die Arme. Und beide fühlen plötzlich, irgendwas ist anders. Beide schauen sich an und haben ein Prickeln im Bauch und wir haben sofort ganz am Anfang des Buches so dieses Gefühl, huch, da ist jetzt irgendwie aus Freundschaft mehr geworden, ohne dass beide sich das eingestehen wollen. Ich fand das total süß beschrieben, weil wir immer in die Perspektiven von den beiden springen. Also wir lernen Sophie kennen mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen, mit ihrem 16 Jahre alt sein und sich nicht trauen, darüber nachzudenken, dass ein 2 Jahre älterer junger Mann sich vielleicht für sie interessieren könnte. Bis dato war sie immer nur die kleine Nachbarstochter. Und wir lernen Kassian kennen, der eigentlich total cool ist und auch viele Freunde hat und in einer Band spielt und auch singt und irgendwie dem es merkwürdig unangenehm ist, eine 16-Jährige plötzlich so interessant zu finden, die er kennt, seit sie Kinder sind. Und es ist sehr, sehr schön geschrieben, dass beide direkt irgendein Bauchkribbeln haben und sich das aber überhaupt nicht eingestehen und geschweige denn es dem anderen verraten wollen. Ja, und so beginnt die Geschichte um diese beiden und entspinnt sich über die Schule. Wir lernen also auch die Freunde der beiden kennen und wir lernen was über die Hobbys der beiden kennen. Kassian, wie gesagt, spielt in einer Band und Sophie ist Tänzerin. Sie ist also Standard-Tänzerin, hat auch einen Tanzpartner und ja, also beide haben irgendwie so ein schönes Umfeld, in dem sie sich sehr wohl fühlen, haben Freunde, sind voll integriert und ja, haben beide aber so
irgendwie überhaupt keine Schnittmenge miteinander. Ja, es ist aber dann so, dass Sophie und Cassian sich immer mal wieder begegnen, natürlich über die Schule, dann aber auch über Grillabende zum Beispiel am See. Und ja, Sophie mehrmals merkt, wie Cassian in ihrer Gegenwart sehr aufmerksam mit ihr ist und sehr liebevoll mit ihr ist. Er bringt sie zum Beispiel auch nach Hause an einem Abend. Und ja, ich habe die ganze Zeit mich sehr zurückerinnert gefühlt an mein eigenes 16 Jahre alt sein. Und ich finde, beide Protagonisten sind sehr, sehr warmherzig gezeichnet. Sie sind sehr detailliert gezeichnet. Ich konnte sie mir unheimlich gut vorstellen und ich habe auch bei beiden das Gefühl gehabt, die haben was auf dem Kasten. Cassian ist ein erfahrenerer Typ. Mit 18 hat man schon die ersten Freundinnen gehabt und ja, es geht um Führerschein machen und so weiter. Also man ist da schon ein bisschen mehr im Erwachsenenleben drin, als man mit 16 ist. Und trotzdem ist Sophie keine hohle Fritte, sage ich jetzt mal. Sie ist wirklich jemand, der sehr viel nachdenkt, die sehr intelligent ist, die auch in der Schule gut ist, die einfach ein behütetes Leben bisher geführt hat, von ihren Eltern auch sehr im Auge gehalten worden ist, ohne sie aber einzuengen. Also sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Cassian ist auch kein Bad Boy oder so, das, wo man denken könnte, ja, aus dem jungen Mann muss noch was werden oder so. Nein, der hat schon richtig gute Gedanken und der ist auch mit seiner Lebensplanung sehr weit fortgeschritten für seine 18 Jahre. Und ich finde die beide sehr, sehr stark, sehr anders. Also sie haben auch sehr gegensätzliche Charaktere. Trotzdem beide sehr stark, beide schon sehr reif. Und ich finde, daher ist diese Liebesgeschichte, wie sie sich hier entspinnt, auch glaubwürdig. Auch wenn wir am Anfang ziemlich Insta-Love plötzlich, wir stoßen zusammen und beide haben Gefühle füreinander. Trotzdem, finde ich, baut sich diese Gefühlswelt nach und nach auf. Und wir können dadurch, dass wir in beide hineinblicken können und in ihre Gefühle hineinblicken können, das sehr, sehr schön mitverfolgen. Ich finde, diese Geschichte bekommt einen sehr großen Tiefgang dadurch, dass mitten im Buch etwas passiert mit Sophie. Was das genau ist, möchte ich euch nicht erzählen. Das müsst ihr selber lesen. Es ist eben auch im Klappentext nicht näher bezeichnet. Es ist auf jeden Fall so, dass es als traumatisches Erlebnis deklariert wird und das ist es auch wirklich. Sophie hat ein großes Problem zu vertrauen plötzlich und Cassian versucht an ihrer Seite zu sein. Sie hatten kurz vorher in dieser zart erblühenden Liebe das erste große Missverständnis, die erste große Krise. Und dann kommt dieses traumatische Erlebnis für Sophie und Cassian versucht trotz allem, trotz seiner eigenen Verletztheit und trotz auch seiner Wut, die er irgendwo in sich trägt, versucht er für Sophie da zu sein, mit ihr dieses Trauma zu verarbeiten. Und das war glaubhaft. Und das hat mir gut gefallen. Das war nicht überladen, das war nicht zu reißerisch erzählt, sondern es war so erzählt, dass es auch in Wahrheit hätte stattfinden können. Und das hat mir das Buch sehr authentisch gemacht. Ich mochte das Buch sehr. Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte. Das war zum einen, dass am Anfang eben aus dem Nichts heraus Gefühle füreinander entstanden sind, die aber dann so gut erklärt worden sind, dass es im Grunde kein Kritikpunkt mehr ist. Und der zweite Kritikpunkt ist so ein bisschen der Schreibstil. Da musste ich am Anfang reinkommen. Ich finde, es ist am Anfang noch ein bisschen hölzern, ein bisschen aufzählungsartig geschrieben. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Aber das löst sich im Laufe des Buches und dann hat es wirklich einen sehr flüssigen Schreibstil. Es ist so ein bisschen wie mit stotternder Zündung gestartet, aber wenn der Wagen läuft, dann läuft er. So habe ich das empfunden. Und das Einzige, was ich so an Kritik äußern könnte, das ist aber eben das,
was 16-jährige Menschen, junge Menschen tatsächlich auch im wahren Leben haben, nämlich, dass sie mal ein bisschen mehr miteinander reden müssten, damit so große Missverständnisse gar nicht erst, wer weiß, wie groß werden. Das ist aber eben der Jugend zugeschuldet und das macht es eigentlich auch nur authentischer. Ja, und diese Missverständnisse und die Eifersucht und die Angst, den anderen zu verlieren, war für mich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber im Gegensatz dazu war eben diese Liebesgefühle, die hier erzählt worden sind, wirklich bezaubernd beschrieben. Ich fand es sehr unschuldig und sehr jugendlich. Und ich würde diesen Roman auf jeden Fall auch jungen Menschen empfehlen, die in dieser Lebenssituation stecken. Weil Kassian ist ein toller und Kassian ist einer, den ich mir auch für meine Tochter wünschen würde als ersten Freund. Und ich hoffe, dass ich meine eigene Tochter auch zu so einer Sophie hier erziehen kann, die mit sehr, sehr viel Weitblick und schon, ja, Weisheit trotz 16 Jahren durchs Leben geht. Und darum mochte ich das Buch wirklich sehr und freue mich, dass es eine Reihe werden wird. Das habe ich auf den ersten Informationen gar nicht gewusst und habe mich dann umso mehr gefreut am Ende des Buches, dass nämlich ein bisschen offen bleibt, dass darunter stand, Fortsetzung folgt. Und da freue ich mich drauf und ich werde die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten und ich werde meine Pfingstrose einpflanzen und hoffen, dass die gut angeht und mir dann eben auch diese Blütenpracht hier im Garten beschert. Und darum kann ich euch und vor allem jungen Leserinnen dieses Buch wirklich ans Herz legen. Es war wirklich zauberhaft beschrieben, eine ganz tolle Liebesgeschichte. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das Buch lesen und rezensieren durfte, liebes Meinwunder-Team. Und lieben Dank, liebe Autorin, dass ich auch dein Buch vorstellen durfte. Und ich freue mich, hat mir sehr großen Spaß gemacht zu lesen und auch dieses Video für euch zu machen. Und euch danke ich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Tschüss!